Herzlich willkommen hier zum 12. Part von The Forest. Und wir sehen schon wieder, wir sind schon wieder umkreist von den netten Nachbarn. Machen sie jetzt was oder machen sie es nicht? Ja, darauf kann ich mich ein Haufen Hoppelhäschen. So. Die sind wie... angewachsen. Die Schweine, ja. Ach man, jetzt kann ja bald wieder hier durchkehren. Das sieht schon wieder aus hier. Ja, hier drin liegen Haufen Köpfe. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist der Friedhof. Ja, ist da doch, glaube ich, noch Holz. Hier vorne. Hier. Da. So, laufen wir mal wieder runter zu unserer Hütte. Ja, ich höre sie schon wieder. Die sind heute wieder ganz extrem. So, ich weiß jetzt nicht, wo sie sind. Hab ich doch nicht geguckt. Ja, noch ein Baumstamm und dann hätten wir das auch wieder fertig. Sie dürfte ja theoretisch... könnte man das vielleicht kaputt hauen? Nee, geht leider nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, hier liegt noch... ja, nehmen wir den Kopf und hauen den Kleid zu unserem... Hammer mit hin. Kann man den wegschmeißen? So, wo sind sie? Da hinten sind sie. Ja, ich komme ja hier fast gar nicht zum Bauen, weil ich muss ja laufend mich verteidigen, die Burg hier verteidigen oder was das auch immer ist. Ach du Gott. 1, 2, 3, 4. Ja. Also es ist nicht unbegründet, was ich hier baue. Man hat sonst hier nie Ruhe und kommt zu nichts. So, werden wir uns mal noch zwei Bäumchen fällen. Nö! Was ist denn jetzt? Ja, meine Ausdauer ist auch schon wieder hin. So, 1, 2, 3. Nehmen wir mal den Baumstamm. Ja, zumindest ist die Wand jetzt unten fertig gleich. Dann können sie erstmal nicht mal so durchrennen. Na. So. Kommen wir jetzt hier durch? Ja, wunderbar. So habe ich mir das gedacht. Können wir als Panzerfaust benutzen? So, machen wir jetzt hier die Lücke zu. Mir reicht's. Nehmen wir gleich unseren Baumstamm. Könnte sie schon fast nicht erkennen. Gut getarnt. Die junge Frau. Komm sie her, komm. Ja, wenn wir uns irgendwann mal hier so ein Denkmal bauen werden, haben wir zumindest schon mal genug Köpfe und alles.
So. Da hinten blinkt's. Das sieht gut aus. Da hinten blinkt's auch. Oh, das ist ja schön hier. Hier könnten wir uns eine Aussichtsplattform hinbauen. Bauen. Nicht bauen. So. Ja, hier sieht's aus wie beim Metzger. Ja, wir werden schon wieder beobachtet. So. Ja, es ist echt mühselig, hier jeden Baum einzeln zu hacken. Ja. So. Ja, wir haben nicht so viel Ausdauer, darum hauen wir manchmal dagegen. Mehr theoretisch die Wand bei Play fertig haben. Ja, noch ein Holz. Das kriegen wir doch locker hin. Nehmen wir den zweiten Ödler noch mit. So. Mein Plan. Gut. Die Wand ist fertig. Werden wir jetzt noch hier runterziehen, dass wir zumindest auf der Seite schon mal Ruhe haben. Aber hier wird das wunderschön, ne? Herrlich. Hier haben wir ein paar Beinchen. Hier haben wir ein paar Köpfchen. Alles da, was das Herz begehrt. So. Aus. So, wo ist das? Haben wir denn noch einen? Ich würde kein Holz. Ach Gott. Ja, da müssen wir zumindest schon wieder mal Holz holen. Noch mit. Ja, unsere Energie ist schon ziemlich unten. Deswegen treffen wir auch nicht mehr so. Gut. Jetzt ist ganz vorbei. Ja, es wird schon wieder dunkel. Das ist nicht so gut. Ja, lassen wir den Baum jetzt hier. Wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir hier runterkommen. Sonst sind wir hier freies Wild. Ich sehe nämlich fast nichts mehr. Ja, das ist nicht so ein gutes Zeichen, wenn wir nicht am Tag aufwachen. Gehen wir mal hier rein, versuchen wir es mal hier. Sieht aber immer noch so aus. Ja, ich glaube, wir haben noch Besuch. Können wir denn vielleicht mal ein bisschen Licht machen hier? Ja. Da oben stehen sie. Ich renne sie in meine Falle rein. Ich könnte sie ja mal ein bisschen vorscheuchen. Ah,
so wollt. Dann halt nicht. Das geht nicht. Hier unten leuchtet doch was, oder? Da leuchtet doch was. Aha. So sieht das doch schon ganz gut aus. Ja, wir brauchen immer noch 3 Holz. Haben wir die hier oben noch irgendwo liegen? Hier sind bloß Äste. Mindestens haben wir ja nicht mehr so das, was wir brauchen. Ja, wir hauen jetzt am besten noch den Baum hier um. Nehmen uns noch die 3 Äste und dann gehen wir erstmal was essen. Ja, sieht fast so aus, als wäre da unten Lava. So, komm, fall um. Eins, zwei. So, 3 brauchen wir noch. So, dann haben wir die hier mal noch dran. So, den einen holen wir eins noch und dann werden wir erstmal schlafen, essen, was auch immer. Da liegen sie. Du kommst mal mit. Ja, zumindest ist das erstmal schön beleuchtet hier hinten. So. Na komm. So. Perfekt. Ja, hier wird man dann theoretisch auch im nächsten Part noch weitermachen, aber wir gehen jetzt erstmal was essen. Mit dem Baumstein in der Hand. Ja, da wird wahrscheinlich ins Wasser rollen, das wollen wir nicht. Tun wir in unser Lager. Ah, verdammt. Ich habe nur noch die Hufen verbrannt. So. Schnell was draufgehauen. Ja, das war knapp. Das war knapp. So, meine Lieben. Werden wir noch was essen? Fängt sowieso gleich zu regnen an. Na komm. Na komm. So, gegessen haben wir. Werden wir noch schnell abspeichern. Ja, und zumindest sage ich ja mal bis zu den nächsten Part. Es hat mir wieder gefallen, hier mit euch hier ein bisschen auf Bob den Baumeister zu machen. Ja, wenn es dann wieder heißt hier, Survival Training mit euren Danny in dem 13. Part. Gut, so rum war's. Alles klar, dann bis später. Tschüssi.